Hallihallo, da ist das Ganze ja schon gestartet und ihr seid auch schon mit dabei. Jo, Dankeschön fürs Einschalten, danke fürs dabei sein. Wir spielen hier ein Spiel, das kam glaube ich 2017 oder so raus. Ja, auf jeden Fall wollte ich das mal spielen, weil davon gibt es auch noch irgendwie so ein Prequel oder so und das würde ich auch ganz gerne mal spielen und weiß nicht, worum es hier handelt. Ich weiß nur, es geht Richtung Horror und es soll eine interessante Atmosphäre haben. Vertical Sync machen wir mal an und dann drücken wir auf Apply. Und, ja, ich glaube, sowas wie Deutsch gibt es jetzt nicht, oder? Nö, es gibt aber Subtitles, das reicht. Okay, gut. Dann, let's go. Danke fürs dabei sein. Here we go. Do you copy? Play. Bin ich mal gespannt, was die Lore ist. Wie viel Lore? Wir brauchen mehr. Bin mal gespannt, was es hier mit der Geschichte auf sich hat. Wir sind in einem Aussichtsturm, irgendwo in einem Wald. Ich glaube, die Dinger gibt es tatsächlich schon mal in Wälder. So. Was ist das? Keine Ahnung, ihr könnt das jetzt vielleicht nicht nachempfinden, aber das Kameramovement hat sich gerade sehr, sehr weird angefühlt. Ganz kurz, für einen ganz kurzen Zeitmoment. Okay. Mhm. Vielleicht sind wir Arbeiter hier. Attention. Oh, switch is broken. Has to be held in place. Ich sehe es. Da ist der Hebel. Huch. Ja, da steht, dass wir den halten müssen, weil er broken ist. Du musst den gedrückt halten. Sonst bringt das nichts. Du kannst ihn nicht einfach oben lassen, weil er... Ja, hallo? Turm 4 zu Turm 2, ja? Ja, I copy. Warum... Ich weiß jetzt nicht, das ist wahrscheinlich so ein englisches Ding, weil im Deutschen streng übersetzt heißt das, kopierst du? Das klingt ein bisschen weird, aber ich denke mal, sowas sagt man anscheinend, wenn man funkt. Im Englischen. Scheinbar. Do you copy? Ich weiß nicht. Tautu, and this is Tower 4. I copy, over. Ich weiß nicht ganz genau, was die Meinung zwischen, also was die meinen mit I copy. Ich kopiere. Ne, das heißt ja streng genommen, ich kopiere. Also ne, Turm 2, ja, Turm 4, ey, was ist denn los hier, over. Ja, mach's gut, schönen Feierabend noch, ne? Bis denn, ich übernehme schon hier. Ich hab anscheinend hier auch einen ganz guten Feierabend hier. Ich glaube, ich wohne hier. Sogar ein Bett und so, ein Luxusklo haben wir auch. Geil, und ein bisschen O-Saft haben wir auch hier. Ein bisschen ist gut. Hallo? Hallo? Ja, hier ist jemand. Hallo? Hier ist Turm 4. Feuerturm 4. Hallo? Womit können... Beruhigen Sie sich erst. Erst beruhigen und dann erzählen sie mir langsam, was los ist. Hier steht sogar, das ist halt immer diese Standard-Durchsage dann so. Erstmal beruhigen und erzählen sie jetzt. Hier steht sogar, 1:1. Passt. Calm down, you need to stay calm. Where are you? Over. Ja. Kein Problem, wir helfen Ihnen. Dafür sind wir doch da. Euer Wachmann hier oben. Ich mach mal Licht unten an. Ja, vielleicht können Sie ein bisschen besser sehen. Wahrscheinlich ist das nur ein Kaninchen oder so, was seinen Bau sucht. Warte, ich mach ihm Licht an. Ach, meine Güte. Die Leute, wenn es dunkel ist, ne? Ah, da haben wir ja direkt schon Schiss, ne? Da wackelt ein bisschen was im Busch und schon heißt es, oh, da will mich wer umbringen. Usebreaker. So, wir ziehen jetzt mal den Hebel hoch. So, bitteschön. Kein Problem. Was soll ich anlassen? Nee, er wollte ja nur wissen, woher das Licht kommt. Reicht ja, er weiß jetzt von wo das Licht kam. Trying to keep my head busy, you know? I'll let you get back to
steht was mit X-Mind Bock Case? Wo? Was, ach, hier! Ah. Das kann, okay. Das sind unsere Aufgaben, oder was? Kann man das ranzoomen? Oder? Das ist weird. Vor allem, ich kann's nicht. Da kannst du gar nicht lesen. Was machen soll? Keine Ahnung, ist mein erster Tag hier. Ich versuche nur meinem Handbuch nachzugehen. Immer den Leuten sagen, die sollen sich beugen und dann helfe ich, wie ich kann. Also schauen wir mal. Wir machen mal 50-50, ne? Ich sag, auf jeden Fall links lang. Auf jeden Fall links lang, ne? 50-50, verdammt, da stand nicht im Handbuch. Kein Problem. Definitiv left. Da gibt's nichts zu diskutieren. Wenn der wüsste, das war der erste Tag jetzt hier. Uiuiui. Oh, ist für Tag, oder? Nee, doch nicht. Es ist sehr hell dafür, dass es nachts ist. Und wir haben, jo, mega viele Sterne oben im Himmel. Wenn aber nicht mal Sterne sehe. Wenn ich eine übergehauen kriege. Dieses eine Geräusch, dieses, das ist cool. Aber auch irgendwie beängstigend. Aber cool. Weil da brauchen wir endlich lange, um hier hinzukommen. Ich kann hier eh nicht irgendwo hinrennen, also ich weiß nicht ganz genau, was er will. Run now? Run now? Bisschen mehr Content. Müssen sie wieder rennen? Müssen sie wieder jetzt rennen? Use Breakers? Ich glaube, der muss wieder rennen. Der hat wieder ein Kaninchen gesehen. Aber viel kann ich ja auch nicht machen hier, ne? Hier ist so ein Book Case, also Bücherregal. Aber da kann ich nur diese zwei Zettelchen hin und her bewegen. Ach, guck mal, hier haben wir eine Map. Oh. Ach so. Wir haben eine Map. Warte mal, von wo kam er denn? Ach, da. Ach so. Tree Falling? Wo? Da hinten. Oh, das ist cool gemacht. Das ist er wahrscheinlich mit der Flashlight. Cool. Das ist nice gemacht. Wir müssen Typen helfen. Das stelle ich mir im Coop auch sauber vor. Also er ist hier lang gelaufen, dann haben wir gesagt links. Also den direkten Weg, ne? Und da ist irgendwie ein Bär. Wo sind wir? Tower 4. Hier. Tower 2 ist komplett woanders. Der hat aber auch einen Weg genommen da hinten. Wie exit ich das? Wir können sogar pinnen, habe ich gerade gesehen. Also wir können sogar hier hin. Will er eine Antwort von uns? Ich glaube ja. Just keep on the path, okay? You're almost here. Also wir sagen, ne, lauf einfach den Path weiter. It's just a tree falling, don't worry about it. Also da ist nur ein Baum, der gerade umfällt. Mach dir darüber keine Gedanken. Ja, ich sag ihm, der soll einfach weitermachen, der ist bald da. Warte. Ich guck noch mal eben. Ich glaube, ich hatte zu viel von den O-Saft. Oder hat er dich verloren? Was? Och nö, der hat sich wieder verlaufen. Man hilft ja gerne, ne? Aber man muss auch ein bisschen entgegenkommen, ein bisschen Grips zeigen. Aber wie können wir denn weiterhelfen? What do you see? Genau, sag mir mal, wo du bist. Ich habe hier eine Karte. Ah, der Teich. Eine Mine? Ja, ja, da kann ich weiterhelfen. Was ist denn der jetzt hingelatscht? Ich weiß, wo die Mine ist. Die hatten wir hier oben gesehen. Mining Tunnels. Aber warte mal. Erst gleichzeitig sagt er aber auch. Oder gesagt ist er noch? Ist wahrscheinlich hier hochgelatscht. Ja, ja. Ja, jetzt nicht. Ich bin gerade hier am gucken. Ja. Guck mal, dass du dich ein bisschen rechts hältst oder so. Warum ist das weggegangen? Hallo? Ich glaube, ich habe das Game jetzt gebreakt. Hat er das gehört? Kann man so antworten über das Mikrofon? Erkennt das Spiel mein Mikrofon?
Weil ich habe nichts geklickt. Yes. Ist er mit dem Auto unterwegs und macht ein paar Drifts hier? Ey, Autos sind nicht erlaubt, das müssen wir ihm einmal sagen. Und keine, vor allem keine Drifts, abgesehen ist Ruhe. Nachtruhe. Die Tiere müssen ausschlafen. Sollen wir den mal eben durchtalken? Ich sehe hier gar nichts. Ich habe hier nur komische... Das Geräusch finde ich ein bisschen creepy. Aber auch cool. Mag das Geräusch. Warum ist ja eigentlich alles geblockt? Warum darf ich eigentlich... Wahrscheinlich ist die Tür die, wo man eigentlich dann so Feierabend macht, aber... Scheinbar wohne ich hier. Das ist einfach mein Haus. Na ja, gut. Ich guck mal, dass ich ihm mal ein bisschen... was vertelle. Ja, es ist nicht gut. Hier oben ist alles cool. Ist alles cool soweit. Was? Wir hatten doch gesagt, keine Autos hier. Könnten ja auch mal wieder ein bisschen Licht machen. Also vielleicht sieht er uns dann besser. Hier drüben. Komm hier hin. Oh, ein Windzug. Oh, das hat... Hat der Turm gerade gewackelt? Ach hier. Der ist ja bald da. Du bist so gut wie da. Nur ein bisschen hier geradeaus Richtung Süden. Dann sind sie da. Ist gar kein Problem mehr. Just keep on the trail and should take your right to the tower. Turn off and take the secondary trail. The secondary ist richtig, ne? Ich glaube, der zweite. Aber er soll ja nicht... Ich glaube, der mal der zweite, ne? Turn off. Ich glaube, das hier nehmen wir. Ja. Ich glaube schon. Something like that. Ja, ja. Du bist schon in Ordnung. Einfach weiterlaufen. Warte mal, aber er kommt doch von da oben, oder nicht? Weiß nicht ganz genau, wo der gerade hockt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ah, ich meine, der kommt ja von da oben. Er sollte hier lang auf jeden Fall dann. Dann haben wir ihn richtig gecallt, oder nicht? Oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Naja. Irgendwie wird's schon laufen. Die Bären, die sind ja auch aktuell, die machen ja auch Päuschen. Er wird schon wieder gehandelt. Und hat sich wieder verlaufen. Der macht es einem nicht leicht. Als Wegweiser. Ich mach dem mal ein bisschen Licht. Der ist ja schon so gut wie da. Der muss nur einmal zum Licht gehen. So, zack. So, jetzt einmal hier hinlatschen. Redet. Okay, er redet wieder mit sich selber. Er versucht sich selber darauf vorzubereiten, dass er gleich rennen muss. Machen wir wieder aus. Diese Mechanik erinnert mich ein bisschen an Five Nights at Freddy's. Wenn du da so für einen Moment Licht anmachst, ist es sehr, sehr hell, ne, manchmal.
Vor allem so, da könnte man denken, es ist eigentlich Tag. Was ist eigentlich hier? Fukushima? Ein riesiger Berg. Obwohl hier ist alles sehr, sehr bergisch. Außer hier, wo wir sind, in dem Wald. Das ist alles flach. Ja, gucken wir mal, ob bei ihm alles in Ordnung ist. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist... Oh. Was ist denn jetzt passiert? Ich würde sagen, was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass der Turm hier ziemlich wackelig scheint. The Gracewind Monster strikes again. Two fresh disappearances at Gracewind Park have styled up discussion around. Aha. Oha, zwei Leute sind vermisst. Oh nein, das ist auch schon hier ziemlich berüchtigt. Oh nein. Nein, ein Parkranger ist auch weg. Dammit. Ein Parkaufseher. Wächter. Was? Was für ein Ziegenmann? Weißt du, wenn es für Ziegenmann? Ist der Ziegenmann, oder was? What? The strange testimony. Even during the trial of Michael Leeds, many believe the Goatman to be a malevolent entity with the ability to mimic voices of this lust in the woods. Also dieser Goatman, dieser Ziegenmann, scheint irgendeine Gestalt zu sein, die sogar die Fähigkeit hat, andere menschlichen Stimmen nachzumachen. Wow. Eieiei. Of course, despite many anecdotes, no actual evidence of such a creature had ever been found. Park Service are officially running the disappearances as animal attacks. Also der Park Service, also Park allgemein, sagt offiziell, dass das irgendwelche Tiere sind, die angegriffen haben. Use radio. Oder click for credits? Ich kann also Radio nicht usen, das geht nicht, ich drücke E. Ah, das war's. Ich fand die Idee mit diesem, dass da so ein Typ ist, den man lotsen muss zum Ziel, fand ich mega. Dass man auch so eine Karte hat und man muss den so ein bisschen vertellen, wo lang du musst. Muss aber sagen, dass ich mit einem anderen Art von Gameplay-Style gerechnet hatte. Und das ist, habe ich eigentlich daran gedacht, dass es dann doch noch ein bisschen länger geht. Also das waren jetzt so meine Vermutungen, wie das Spiel sein könnte. Aber ich fand die Idee cool. Hätte noch ein bisschen länger gehen können und das Ende war mir ein bisschen zu... Ich weiß nicht, was ist denn jetzt da passiert? Ich glaube, ich bin hops gegangen oder so. Also es hört sich jetzt so an, als würde dieser Typ, der mich da durchgecallt hat, als wäre er der Goatman, der halt die Stimme benutzt hat. Von dem. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen nochmal. Wir gucken mal, ob wir nochmal dasselbe da rauskriegen. So, wir schauen mal, ob wir ins Hauptmenü bekommen. Und ins Hauptmenü. Gut, wir spielen nochmal. Schauen wir, ob wir da noch irgendwas verändern können. Wir machen mal jetzt komplett das Gegenteil, was wir getan haben. Let's go. Lass uns anfangen, einmal Licht zu machen oder so. Da hinten sehen wir auch einen Turm. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier noch ein bisschen was anderes erleben kann. Die Mechanik hier mit dem Dingens, mit dem Licht, finde ich nice. Auch die Idee dahinter finde ich nice. Nur irgendwie lief es nicht ganz so, irgendwie wie ich mir vermutet hatte. Hab ja auch nicht ganz durchgeblickt, wo der immer war. Der ist ja auch dann immer irgendwo anders dann plötzlich hingerannt. Aber wenn das wirklich der Goldman ist, dann sollten wir den vielleicht nicht zu uns lotsen. Ich glaube, wir haben es sogar geschafft, den zu uns zu lotsen. Was wir aber lieber hätten nicht machen sollen. News Radio. Jetzt gleich kommt ja erstmal wieder der Call so, ja, moinsen, Tower 2 macht Feierabend. Ja, ja, pass auf, gleich geht sicher das Licht aus, ne, weil der nicht mehr da ist. Oh, Tower 4, this is Tower 4, I can't be over. Ja, mach's gut. Immer wenn das blinkt, können wir, glaube ich, damit, können wir antworten. Das hier checke ich nicht ganz, was wir hier machen können. Ist halt so klein geschrieben, dass ich kann das nicht... Wenn ich jetzt mein Gesicht an den Bildschirm ramme, dann könnte ich das vielleicht sehen, aber... Bis dato kann ich halt nicht lesen, was da ist.
Ah ja, der hat echt dicht gemacht da jetzt, ja. Hello? 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 Is anyone there? Wir sagen jetzt mal nichts. I saw this channel listed over the trails out here. I need you to help me. Something. Hä? I'm lost and something is chasing me. Please. Ich bin nicht da. Hier ist keiner. Wir haben alle Feierabend. Und ich gönne mir gerade meine paar Literchen O-Saft und dann lasse ich mir auch gut gehen. Also. What do you mean? What chasing you over? I don't know. Ja. Ja, dann renn irgendwo. Dann mach das, aber lass mich da schön aus dem Spielchen. Jetzt machen wir mal den Nicht-Altruismen-Typen. Ich meine jetzt überhaupt kein Altruismus. Wir sagen so, wir haben nichts damit zu tun. Geh drauf, aber lass uns damit in Ruhe. Ja, wir machen mal Licht für den an. Können da anderes jetzt gerade nicht auswählen. Was denn hier? Oh, guck mal. Guck mal. What the hell, Mille? Was ist das denn? The Goldman Firezeichen? Weird. Ich will eigentlich kein Licht für den Amal. Ich glaube, wir müssen aber, ne? Weil sonst können wir. Oder warte mal, wir können hier mit neu interagieren. Oder auch nicht. Okay. Verdammt, wir müssen Licht anmachen. Ich mach das ganz schnell einmal, ganz kurz noch an. Damit er nicht mitbekommt, wo ich bin. Ganz kurz noch. Verdammt. Nein, bleib weg. Hallo? Du wirst gerade von was gechased. Lauf doch jetzt nicht zu mir. Lauf da ein, wo die Gens schon fertig sind. Kleine DVD-Anspielung. Okay, use radio? Nee, einfach warten jetzt. Ey, der Typ läuft doch nicht wirklich jetzt hier hin. Ach, campen tust du auch noch. Ja. So ein Call of Duty-Spieler bist du also, hä? Ja, du bist so ein Mistake. Ja, bist du auch. Du bist. I'm so sorry. I'm Remy. Ja, merkst du jetzt selber mal, ne? Merkst du jetzt selber? Hä? Ja. Ja, komm in die Zoo. Ich hab hier schöne Aussicht, schöne Luft hier oben. Ja. Hier oben ist gut. Der soll mal schön wegbleiben von hier. Wie ist halt für die Haie. Boah, ne, ist aber nicht irgendwie. Ist aber hier ein bisschen. Runter. Jetzt nerv mich, ich will schlafen. Ja, kannst gleich wieder zurückgehen. Kannst gleich wieder zurückgehen, ganz ehrlich. Was soll er machen, fragt er mich. Take the part left, take the part right. Wait, lass mich checken. Ja, rechts, da macht er so einen großen, unnötigen Umweg. Ja, let's go. Take the right path. Jetzt muss der einmal hier diesen Weg lang watchen. Ich bin's einfach. Okay. Ah, ich trinke mir mal eben einen Schluck O-Saft. So, einen Moment. Oh, das zischt. Okay, haben wir hier irgendwie. Ganz ehrlich, ey, der hat doch hier. Nimmst du. Hier oben hat der doch guten Empfang, oder nicht? Junge, hol dir einen Laptop. Mach USB-Tethering mit deinem Handy dran. Hast du gute Verbindung, geiles WLAN, geiles mobile Daten. Da zockst du ein bisschen World of Warcraft. Was hat er jetzt gesagt? Habe ich gar nicht hingehört. Konnte wieder nichts drücken. Ich konnte nur E drücken. Jetzt habe ich es komplett verpackt. Oh, da hinten. Hast du gesehen? Ich nicht. Hallo? Hä? I'm so confused. Was will denn der jetzt von mir? Boah, ich mag das Geräusch. Ich weiß noch nicht, was das ist. Und wie das auf. Das ist eine Violine, oder? Tree falling, non-human. Irgendwas.
Meint er so Moonwalk? Ja, ist gerade gemoonwalkt. Das krieg ich bei DBD nicht hin. So. Easy. Moonwalk. Ach, jetzt müssen wir den wieder beruhigen. Ah. It's just a tree falling. Don't worry about it. No. Ah. Dieser Mem. Ja, bleib schön weg von uns. Aber schön, dass er da hinten ist. Der ist da. Der ist hier hinten, ist der. Da hinten. Der ist jetzt hier hochgelatscht bei Mining Tunnels, glaube ich. Ich glaube, der ist jetzt zu den Mining Tunnels. Totally lost the trail. Ich habe überhaupt keinen Orientierungssinn. Ich bin Lorene Zorro. Jetzt geh bloß weg von hier. Ja, der ist da oben. Der ist da. Da ist er gerade. Also hier so in der Mitte davon. Weil das ist exakt dasselbe wie vorher. Warum haben wir überhaupt zwei Choices? Also warum haben wir zwei Sachen zur Auswahl? Wechsel. Head toward the lake. I put your back on the trail over. Go towards it. Das ist anders, oder? Nein! Oh mein Gott, warum? Hä? Hallo? Warum darf ich nichts auswählen? Was hat er jetzt gesagt? Hallo, warum darf ich da nichts auswählen? Das ist immer die... Hä? Nein, nicht rechts. Oh. Warum konnte ich denn jetzt nicht antworten? Was hat denn jetzt? Oh. Da hat jemand einen Tritt in die Kronjuwelen bekommen. Au! Mann. Kann ich auch. Ach, auch nur in der Dusche schon wieder. Ist ja immer noch in dem Wald. Ach, wir können das einfach skippen. Ah, okay. Should I make it run? Ich mach für dich nicht das Licht an, ne? Also, bleib mal schön da, wo du bist. Wollte I make it run? Weird, was du damit sagen will. Should I make it run? Als wäre er derjenige, der irgendwas freilässt. Als wäre er so der Herrchen von dem Ziegenmann. Und er sagt, soll ich ihn auf dich loshetzen? Ja. Krass. Also. Hallo? Ah. Boah, hoffentlich läuft er jetzt in den Bären rein. Oh, das ist anders. Lass uns so schön umgucken. Hallo? Hallo? Achso, du willst hier rein, oder was? Muss ich schon hier interagieren? Da hat wieder jemand einen Tritt in die Allerwertesten gekriegt. Nein, ich hab's nicht gesehen. Soll mal, wo soll ich denn? Nein! Oh, Junge, willst du mich hier? Ich sehe hier nichts. Meine Güte, jetzt ist er. Ja, schau wieder, das hast du schon vorhin gesagt, vor 2 Minuten. Und ich sehe dich immer noch nicht. Will ja, aber jetzt. Oh, jetzt. Wer? Was ist denn jetzt passiert? Missing another high car lost in Graceman Park. Tragedy has once again stuck in Graceman Park as another visitor goes missing. The Graceman Park Service have issued an official statement claiming that the individual in question was the victim of a bear attack and that some of his personal effects were collected at
Raceman Lake Pass. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Typ, der Hilfe braucht, braucht wirklich Hilfe. Dann habe ich aber das Gefühl, dass während wir ihm helfen, dass er währenddessen irgendwie erwischt wird von dem Ziegenmann. Und dass der dann so gesagt die Rolle von ihnen übernimmt und danach vorhat, zu mir zu kommen. Ich glaube, diesmal haben wir überlebt. Ich glaube, diesmal lief es gut. Jedenfalls für uns. Ich glaube, der Visitor, also der Besucher, ist trotzdem erwischt worden. Aber diesmal haben wir, glaube ich, überlebt. Weil wir den zu den Bären gebracht haben. Ne? Was steht hier? Also man hat wieder offiziell rausgegeben, er wurde vom Bär angegriffen. The park ranger on duty that night, however, claims that there is more to the story. In an exclusive interview, they claimed there was some kind of monster imitating the lost man's voice over the radio. And while that may sound unbelievable to some of you out there, we here at the Midnight Star are no stranger to bizarre stories coming from Grayswind Park. Also, wir haben überlegt. Wir haben denen auch gesagt, da ist ein bisschen mehr hinter. Krass. Bug to unlock Area 51 the world. Way to... Ja. Krass. Ich würde ganz gerne noch einmal checken. Oder es nicht skippen? Nee. Ich würde einmal ganz kurz checken. An der einen Stelle, wo wir nie was auswählen können. Ob wir da irgendwas auswählen dürfen. Weil wir können da nie etwas auswählen an der Stelle. Das ist das, was ich ganz gerne wissen würde dann. Ich glaube, wir probieren das nochmal aus, oder? So, wie kommen wir wieder zurück? Ich glaube, das geht gleich automatisch. Wir versuchen das mal. Wie kommen wir hier wieder raus? Hallo? Na gut, ich skippe das mal für euch. Da braucht ihr nicht mitwarten. So, wir gehen da nochmal rein. Dann schauen wir nochmal. Ich glaube, wir können... Warte mal, wir haben es jetzt geschafft. Ich denke mal, da gibt es wirklich so mehrere Enden. Da haben wir jetzt schon zwei. Einmal, wo wir beide draufgegangen sind. Einmal, wo der Besucher jetzt draufgegangen ist. Und der Ziegenmann, denke ich mir mal. Weil ich glaube, der ist auch draufgegangen. Weil der wurde ja dann von den Bären erledigt. Denke ich mir mal. Wenn. Weiß es nicht. Aber wir haben zumindest überlebt, der Besucher jetzt nicht. Tower 4, this is Tower 2. Ja, alles klar, easy, machen wir. Dann schauen wir mal, was wir noch nicht gemacht haben. Also diese eine Stelle immer, da können wir nie immer richtig was auswählen, also müssen wir echt mal gucken. Weil irgendwie macht er dann selber immer das, was er möchte. Immer ein bisschen... Was ist das hier eigentlich? Kann man sneaken? Nö. Dort wie eine Sicherung oder sowas. Hello? 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 Is anyone there? Ja, das ist ja egal eigentlich. Also. I saw this channel listed over the trails out here. I need you to help me. Something. I'm lost and something is chasing me. Please, you have to help me. Ja. Kann man denn helfen? Hallo? Ah. Habe ich das dem jetzt gesagt, oder? Sorry, wenn ich ein bisschen ruhig war. Ich war mir jetzt gerade im Kopf so ein bisschen am Überlegen, was wir machen können, damit diesmal ein bisschen anders ist. Also jetzt glaube ich aktuell ist das wirklich ein Besucher, der wirklich Angst hat. Und der auch wirklich von irgendwas gehandelt wird. Und wir dem echt helfen sollten. Look, I don't know what happened back there. I was just out camping, you know, a solo hike, just a day or two to myself. This was such a mistake. Got a fresh air, a run. Yeah, lots of good that did me. I'm sorry, I'm just rambling at you. Just trying to keep my head busy, you know? Hopefully get back to
Ja, der fragt jetzt als nächstes, ob er rechts oder links abbiegen soll. Hm. Das ist eine gute Frage. Aber hat das denn irgendwas gebracht? Weil danach, nee, im Endeffekt nicht, weil danach rennt er ja weg. Egal, ob wir rechts oder links sagen, er rennt danach ja weg. Danach kommt das doch, wenn er wegrennt, dann auf einmal ist er bei der Mine. Ja, ja. Ich glaube, das ist egal, weil, pass auf, jetzt läuft der. Jetzt kommt nämlich da, glaube ich, das Licht und dann moonwalkt der rechts zur Mine hin. Richtung Mine, wenn ich mich nicht täusche. Und dann darfst du ja auswählen, ob der zum See oder zur Mine gehen soll. Aber das darf ich nie auswählen, weil das so schnell weggeht. Lass uns diesmal sagen. Zur Mine. Weil das wollte ich auch vorhin machen, aber in dem Moment, wo ich dann nochmal klicken wollte, war weg. Wenn das jetzt Bob war mit dem Licht da hinten, oder ich mich jetzt hier irgendwie von der Reihenfolge vertute. Also mal ausprobieren. Bin gespannt. Hab verstanden, bruh. Da hinten, ah, jetzt ist es. One, no. Warum wackelt das, ey? Warum wackelt das? Siehst du das? Jetzt moonwalkt er wahrscheinlich, ne? Oder hat er schon? Run now. Ich glaube, das ist die Bestie, sag ich jetzt mal. Also diese Kreatur, die mit seiner Stimme zu ihm spricht, also rennen. Aber warum kann ich jetzt gerade nichts mehr machen? War das schon immer so? Jetzt gleich kommt ja der Call. Ich sehe hier eine Mine und einen Teich. Da hinten, jetzt passiert es endlich. Genau, und jetzt glaube ich, ist er immer noch er selber. Ist immer noch er selber. Es ist anscheinend ein Baum umgefallen. Das sehe ich nur nicht. Achso, wahrscheinlich sollen wir den antworten. Sorry. Jetzt geht er ja zu der Mine. Jetzt ist er da, glaube ich. Jetzt ist er da hinten. Sag mal, da ist der Tor. Der ist jetzt da. Da hinten ist der. Jetzt muss der sich aussuchen. Zum Teich oder zur Mine. So, sag mir einmal, wo du bist. Und danach sagen wir ihm direkt, wenn ich es anklicken kann, zur Mine. Ich glaube, nochmal anklicken. Jetzt. Können wir antworten? Ja, lauf zur Mine, bitte. Lass mich das auswählen. Ja, jetzt hat's geklappt. Nice. Nice, nice, nice. Das ist anders wieder. Nice, nice, nice. Nice, nice. Also das... Oha, das war gut jetzt bisher. Mal gucken, ob wir hier noch jemanden finden. Jetzt aktuell kommt noch nichts. Oder muss ich mit ihm talken? Nein, nein, alles gut, alles gut. Ein bisschen geduldig immer zwischen den Dingen. Aber das finde ich realistisch, weil er muss ja jetzt erstmal dahin laufen. Das ist eine coole Idee, ist das. Vor allem, wie man den hilft. Man ist im Endeffekt nur hier auf dem Tower, aber das, man muss den helfen. Das ist wie diese, ich weiß gar nicht mehr, wie die sich nennen. Diese Geschichten, so, wenn du mit dem Handy, wenn du dir so ein Spiel hältst, wo du jemand mit dem Handy schreibst, und da hatte ich auch mal so ein Spiel gespielt, da war der im Weltraum, da musstest du denen helfen, und dann musstest du auch immer warten, bis der zurückgeschrieben hat, war natürlich eine KI, die dann zurückgeschrieben hat, und dann hat die dich gefragt, was soll ich jetzt machen, ich bin hier auf der Weltraumstation, das war voll cool. Aber ich habe das auch nicht durchgezogen, weil er hat mich dann nicht so lange dran gehalten, aber das hier, das ist ja mega nice. Aber kann er jetzt bald mal... Ja, das ist halt wirklich so wie... Oh, wait. Das Ding ist bei dem Teich.
Und jetzt, da wir den zur Mine gelockt haben, wird er wahrscheinlich diesmal nicht erfasst. Der ist noch immer am Leben, ne? Nein, nein, ich weiß, dass das wahr ist. Wir sind ja so ein bisschen dahinter jetzt gekommen, was hier abgeht. Ist richtig gut geworden. Are you going? Ah, das ist wieder der andere, oder? Können wir nicht darauf antworten. Das ist wieder der andere. Das ist krass gemacht, dass da so ein Goldman ist, der halt die Stimme imitiert. Und da musst du heraushören, wer ist jetzt wer? Wer talkt mit dir? Das ist in einer echt geilen Richtung gelaufen, jetzt das Game. Oh, warte. Wo bist denn du jetzt? Was kann ich denn antworten? Geh nach links. Irgendwie. Der geht jetzt Richtung Tower 2, ne? Aber das finde ich ganz cool, wenn er zu Tower 2 käme, anstatt zu uns. Weil dann müsste der den Lake noch weiter lang, dann ist da noch der Bär. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das die Lösung ist, dass er nach Tower 2 müsste. Mountain Ridge Trail. Ich glaube, ich habe ihn jetzt Richtung Tower 2 gelotst. Und dann kann er das Licht anmachen, dann weiß ich, dass der da ist. Müssen wir mal warten, der läuft jetzt da lang. Der läuft jetzt, glaube ich. Er fragt sich gerade, wo er jetzt ist. Ja, der ist beim Tower 2. Nein, das ist gut. Mach mal einmal ganz kurz so ein Flackern mit dem. Warte mal, das blinkt. Heißt das, wir können damit interagieren? Flacker einmal mit dem Licht. Ich mach mal einmal. Es ist hierhin gerannt. Es ist hierhin gerannt. Nein! Er hat sich bedankt! Er hat thank you gesagt! Er hat gerettet! Er hat bisher noch nicht einmal überlebt! Wir haben es geschafft! A man was found in Grayson Park's Fire Tower 2 this morning! Ey, das ist voll geil, das Game! Wir haben es geschafft, er hat überlebt! Rangers at the scene says that he was borderline incoherent. With fear and keep repeating the same phrase. It had my voice. Wow. There's still rampant speculation over whether or not this has any connection to the break-in and Fire Tower 2-4. Or the disappearance of the park ranger who was stationed there overnight. Nein, jetzt sind wir draufgegangen. Wie geil. Also nein, nicht, aber... Was ist das? Nein! Okay, wartet, wir haben noch Options, warte mal. Okay, er hat jetzt überlebt, also wir hatten jetzt drei Enden, wir waren beide tot, ich habe überlebt, er nicht, und er hat überlebt, hatten wir jetzt, und wir haben nicht überlebt.
Okay. Okay. Warte mal, ich glaube, ich weiß, wie ich das überspringe. Lass mich kurz überlegen. Okay, wir starten. Warte mal. Das hatten wir ja immer gemacht jetzt mit dem Teich. Ich glaube, das hat ja auch immer automatisch ausgewählt dann. Dann sind wir beide draufgegangen. Er ist draufgegangen. Genau, beide sind draufgegangen. Er ist draufgegangen. Ich bin draufgegangen. Jetzt müssten wir noch ein Ende finden. Ich hoffe, wir beide überleben. Okay. Also wir werden ihn wieder zur Mine schicken. Genau, wir werden ihn wieder zur Mine schicken. Ich hätte eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Haben wir noch was anderes? Ich könnte Ihnen sagen, er sollte direkt zu mir kommen. Aber das, glaube ich, ist keine gute Idee. Oder es ist vielleicht die Idee. Aber ich fand das mit Tower 2 war schon geil. Muss ich hier irgendwas machen? Nee, der Typ meldet sich jetzt, dass er Feierabend hat. Tower 4, ja. This is Tower 2. Hourly radio check. Good to hear, Tower 4. Kicking off for the night. Park's all yours. Over. Alles klar, dankeschön. Mein Park ist das jetzt. Zack, er macht die Lichter aus. Aber er schläft nicht da, ne? Weil wir haben hier so ein Bett und so, weißt du? Weil das macht ja keinen Sinn, wenn du hier die Schicht hast, dann tust du ja nicht schlafen. Du tust ja hier wirklich... Junge, was ist eigentlich überhaupt in meinem Zimmer? Hier ist ja alles durcheinander. Du hast ja Wache hier, oder nicht? Oder chillst du hier so im Bett, bis ein Funk durchkommt und dann meldest du dich? Müsste nicht allzu lange dauern, dann müsste der Besucher sich melden. Boah, das ist schon geil geworden. Radio Steady? Hallo? Hello? Is anyone there? I saw this channel listed over the trails out here. Also ein paar Antworten habe ich das Gefühl, bringen nichts wirklich. Also das ist irgendwie egal, was wir machen. Okay, ich glaube, das hier ist auch egal, was wir davon antworten. Okay, okay. Können wir ihnen antworten, oder? Ah ja, okay. Ich glaube, das müssen wir einmal machen, ne? Ich glaube... Warte mal, lass mich... Jetzt sind wir drauf gleich. Ja, dieser Goldman, der merkt auf jeden Fall, wenn wir das Licht anmachen. Okay. Ich glaube, er sieht das halt. Auf jeden Fall. Deswegen sind wir draufgegangen. Yo, ich hab ne Idee, aber dann geht er wahrscheinlich wieder drauf. Was passiert eigentlich, wenn wir das nicht betätigen? Aber ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Dann. Ich hab ja schon so kurz angemacht, ne? Aber ich glaube, das macht keine Rolle, irgendwie, ob wir es kurz anmachen oder lang an. Weil du merkst ja sofort, das Licht ist an. Das könnte man eigentlich easy handeln mit dem Hebel. Das könnte man eigentlich easy fixen. Mit, glaube ich, einfach nur starkes Klebeband reichen. Das wäre auch eine Stromverschwendung, ne? hast du jetzt irgendwas von mir gewollt? Ja, der einfach nur wieder ein bisschen gequatscht hat, der. Ich hoffe, wir kriegen es diesmal hin. Ich würde sonst echt sagen, wir machen nochmal dasselbe, nur ohne, dass wir am Ende das Licht anmachen. Ich glaube, das hier macht auch... Ja, das macht auch nichts, ob ich rechts oder links sage, das ist egal. Das ist egal, weil jetzt kommt das mit dem... Dass der gechased wird von dem, also er findet den. Oder er findet den jetzt wieder. Weil wir auch länger auch das Licht nicht mehr angemacht haben. Dass der jetzt... Jetzt chased er den halt bis zu den Minen. Also bis... Sag mal ganz kurz auf der Map. Ich kann das ja markieren. Bis... Also der chased den jetzt... Ich würde sagen, bis hier so. Huch. Hui, witzig. Können wir das mehrmals machen? Ey, wie cool. Ey, das ist cool gemacht. Das ist geil. Das ist geil gemacht mit dem Pins. Ich mag die Animation. Hui, 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 hui.
Okay, das ist cool gemacht. Ja, also erst fängt er hier an. Dann fragt er uns hier links oder rechts. Das spielt keine Rolle, ob wir den da oder dahin machen. Das spielt keine Rolle. Egal, wo wir den hier hinmachen, er rennt auf jeden Fall hier so hin. Er rennt hier hin. Dann fragt er uns, sollen wir Richtung Teich oder Richtung Mine? Glaube ich. Aber ich verstehe nicht dann, warum Richtung Mine? Weil dann läuft er ja hier hin. Trotzdem. Ich glaube, das können wir ignorieren, ne? Keep on. Und dann fragt er halt, sollen wir weiter direkt zu mir? Oder soll er Richtung Tower 2? Was wir auch noch nicht ausprobieren, dass der danach direkt zu uns kommt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das klappt. Weil dann sind wir beide wahrscheinlich wieder tot. Ja, wir sind definitiv dann beide wieder tot. Das hier mit den Pins ist ja geil. Oh, warte, er braucht Hilfe. Er braucht Hilfe. Auf jeden Fall wieder zur Mine. Weil Teich bringt nichts. Untere mal die Cave, ne? Weil ich habe das Gefühl, wir müssen schnell antworten. Ach so, ich verstehe. Er soll nur eben zur Mine, damit er wieder den Weg findet. Der ist wahrscheinlich hier so. Und er soll nur zur Mine hin, damit er wieder den Weg hat. Anstatt direkt irgendwie hier so hin. Warte, von hier dann. Ich glaube, von hier wird er dann eher hier hingehen. Aber in dem Fall gehen wir zur Mine. Ich glaube, wir hatten eine Auswahl zwischen hier hin oder hier hin. Wir gehen aber zur Mine. Und dann läuft er halt jetzt hier so lang. Und hier fragt er sich halt, soll er jetzt hier hin oder soll er jetzt hier hin? Wir sagen wieder, dass er hier hingehen soll. Diesmal machen wir aber nicht das Licht an. Er hat auch, glaube ich, gar nicht gesagt, dass wir das Licht anmachen sollen. Er sagte nur, wir sollen ihm irgendwie ein Signal zeigen, dass wir da sind. Ich hoffe, das klappt. Weil im Endeffekt wurde er ja nicht mehr verfolgt. Er wurde ja nicht mehr verfolgt, oder? Aber er sagte, nachdem wir das Licht angemacht haben, dass es von ihm weg ist oder so. Und dann hat er sich auch bedankt. Seht ihr das? Was ist das? Das ist der Goldman? Hm. Was kommt denn jetzt nochmal? Stimmt, der läuft jetzt, glaube ich, gerade hier. The Lake. Diese Anspielung weiß ich nicht so. Are you watching the lake? Ich glaube, dieser Goldman, der hat nicht. Warum bleibt das da hinten leuchtend? Jetzt ist es weg. Weird. Weird. Weil da ist der ja nicht mehr. Yo, ich glaube, der ist noch immer da. Aber guck mal, er ist. Wir machen das mal genauso. Wir schicken den jetzt einfach wieder zu Tower 2 von hier. Huch. Ich versuche uns beide eigentlich zu retten. Ich weiß noch nicht, wie das ablaufen wird. Also ich mache auf keinen Fall Licht an, weil wenn ich Licht anmache, das Ding kommt zu uns. Ich hoffe nur, wir dürfen nichts machen. Also nicht, dass es dann nicht weitergeht, so wisst ihr? Dass wir das Licht betätigen müssten ab dem Punkt. Weil es sonst einfach nicht weitergeht. Das ist so die Frage von mir. Weil er ist doch sicher, wenn er da im Tower ist, oder? Ist das Ding immer noch hinter ihm her? Aber ich fand es nice, wie der gesagt hat, thank you. Und wir sind dann einfach aufgefressen worden. So, jetzt müssen wir aufpassen, was er sagte. I'm just paranoid. So, er läuft jetzt gerade zum Tower. Er ist auch bald da. Aber wir dürfen auf keinen Fall das Licht anmachen. Also ich will es nicht. Wir haben es ja einmal nur kurz angemacht und das Ding kam ja direkt schon zu uns. Vor ihm ist er abgegangen. Aber ich glaube nicht, dass der beim Tower 2 ist, oder? Der Goldman. Ich glaube, der hockt irgendwo im Wald und ist lost. Wenn wir das Licht jetzt anmachen, kommt er zu uns. Wenn wir nicht das Licht anmachen, ich glaube, dann ist er okay und wir sind auch, glaube ich, okay. Und danach suche ich mir definitiv einen anderen Job.
Ist ja viel zu stressig, Junge. Hello? You there? Where am I? Where did you send me? Because I just took up to some empty tower. Das Ding ist nicht bei ihm. Nein, mach ich nicht, mach ich nicht. Mach ich nicht. Man will gerne helfen, aber diese Hilfe wäre doof. So, wir machen jetzt nichts. Ich hoffe, das ist okay, weil es blinkt. Kann ich ihm das nicht einfach sagen, das ist, was mir im Kopf vorgeht? Ich mach nicht das Licht an, weil er wird nicht verfolgt. Der Goldman weiß nicht, dass wir hier sind. Wir sind beide fein. Ich mach nicht das Licht an. Oh mein Gott. Er hat sogar wieder Thank You. Oder? Haben wir es geschafft? Hiker chased by wild animal. Park Service were shocked this morning to discover a man trespassing in Gracewind State Park. After coaxing the man down from the fire tower, local authorities were able to determine that had been led there by a park ranger to escape from a wild animal. The park ranger responsible for helping the man has declined to comment. Okay, das verstehe ich jetzt zwar nicht, aber wir haben es geschafft. Wir haben beide überlebt. The park ranger responsible for helping the man has declined to comment. Okay. Also wir haben uns dazu jetzt nicht großartig geäußert. Wir sind einfach der Coole, der einfach hilft, der ganz genau weiß, was er macht, wie es läuft und der das einfach so hinnimmt und sich danach wieder zurückhält, weil easy task. GG easy. Nachdem wir jetzt gefühlt dreimal draufgegangen sind. Park Service Red Shock the morning. Ja, krass. Er hat überlebt. Er ist im Tower 2 gefunden worden. Wurde auch erzählt, dass wir ihm geholfen haben, dieser wilden Kreatur zu entfliehen, dass wir das geschafft haben. Aber wir haben uns großartig nicht dazu, glaube ich, geäußert, zu dem Vorfall. Wir haben einfach gesagt, easy. Geil. Das Spiel ist auf einmal, hat einen ganz anderen Turn genommen. Ich fand ja die Idee cool, aber es ist sehr, sehr short und ich habe es jetzt 4-mal durchgespielt. Und ich hatte jedes Mal ein anderes Ende, ne? Oder hatten wir einmal das... Ne, wir hatten jedes Mal ein anderes Ende, oder? Krass, ich glaube, wir hatten jedes Mal ein anderes Ende. Geilo. Mega Game, gefällt mir. Also mir gefällt die Idee, dass wir jemanden helfen mussten, dass es immer einen Moment gedauert hat, weil er erstmal hinlaufen musste. Was ein bisschen weird es gab ein paar Joysticks, die hatten nicht viel ausgemacht, da war egal, ob wir antworten. Aber das ist auch im Real Life manchmal so, ne? Da kannst du das so sagen oder so, am Ende läuft es doch auf das ein oder selbe hinaus. Richtig geil geworden. Ich fand's gut, ich fand's super. Wir werden, glaube ich, davon noch ein Prequel oder so spielen demnächst. Glaub schon. Haltet euch auf dem Laufenden, indem ihr die Glocke anmacht. Dann werdet ihr benachrichtigt, falls wir das dann gespielt haben werden tun. Bis dahin alles Gute und ich fand's super. Auf einmal ist das richtig gut geworden, das Game. Oha. Okay, Leute. Schön mit Öl. Lasst gerne ein Like da. Ihr wisst, was zu tun ist. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Supporten. Danke fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Schön mit Öl. Ciao mit V. Tschüss.